Ciao a tutti und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir sind heute in der berühmten Fenice von Venedig. Wir haben heute ein Exklusivinterview mit dem Maestro Fabio Luisi, der das alljährliche Neujahrskonzert 2024 dirigieren wird. Im prächtigen Operntempel Venedigs läuft der Soundcheck zum alljährlichen Neujahrskonzert. Dirigiert wird die 23. Ausgabe vom Maestro Fabio Luisi. Er gehört zu Italiens berühmtesten Dirigenten der Gegenwart. Maestro, wie ist es, nach Hause zu kommen, nach Venedig, in die Fenice? Ist immer sehr schön. Ich kenne dieses Haus, ich kenne das Orchester. Wir haben eine sehr gute Verbindung und es ist mein Land, Italien natürlich. Und daher freue ich mich immer wieder, hier zu sein. Die Sopranistin Eleonora Burato und der Tenor Fabio Sartori gehören zu den Protagonisten des diesjährigen Konzerts. Aber welche Stücke stehen im Vordergrund? Also das Konzert ist ein italienisches Konzert, vor allem das, was im Fernsehen kommt. Mhm. Und das Programm ist ja eben italienische Musik, vor allem Opernmusik. Und das ist eben die Charakteristik von diesem Event. Neben der RAI übertragen auch Arte und der WDR das Konzert. Im Allgemeinen, Sie leben ja schon seit einiger Zeit im Ausland. Was haben Sie so für ein Gefühl, wenn Sie Italien aus dem Ausland sehen und die Entwicklung in der Musik sehen, so betrachten? Was hat sich da verändert? Ja, also ich bin Italiener, daher, wenn ich nach Italien zurückkomme, um zu arbeiten oder einfach nur so privat, das ist ja immer etwas Schönes. Und ich vermisse auch sehr oft mein Land, wenn ich im Ausland bin. Das musikalische Leben ist teils, teils. Wir haben hervorragende Orchester, großartige Opernhäuser, so wie hier in Fenice. Die politische Struktur hilft der Musik nicht besonders, das muss man leider sagen. Aber die italienischen Künstler, die italienischen Musiker, die italienischen Sänger sind immer top, was die Qualität betrifft. Eines der vielen Wunder Italiens, die auch die Musikwelt sprachlos macht. Was sind Ihre nächsten großen Pläne? Ja, ich widme mich meinen Orchestern, wo ich Chefdirigent bin, das heißt in Kopenhagen, in Dallas und in Tokio. Und daher sehr viel Reisen, aber das macht mir immer noch Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Großartig und schillernd leuchtet inzwischen das Neujahrskonzert der Fenice am Musikfirmament. Wir wären wieder mal am Ende unserer Folge. Bitte vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls es euch gefällt, und auch fleißig unsere Posts zu kommentieren. Und hier von dem berühmten Opernhaus La Fenice in Venedig. Arrivederci alla prossima.